Unter dem Motto Autoträume werden wahr fanden 2013 die 11. Werdenfelser Autotage in der Garmischer Fußgängerzone statt. Zahlreiche Autohäuser präsentierten ihre neuesten Modelle, vom Diesel bis hin zum Elektrofahrzeug. Mein Name ist Fischer, ich bin der Inhaber vom Autohaus Fischer und würde Ihnen jetzt ein bisschen was erzählen über den Renault Twizy. Twizy, den können Sie mit 220 Volt an der Steckdose laden. Und zwar geht es ganz einfach, ich kann vorne die Klappe aufmachen, da habe ich mein Kabel, das kann ich rausziehen. Ich habe ungefähr 6 Meter, kann ich das auseinanderziehen und kann das an einer normalen Haushaltssteckdose anschließen. Die Ladezeit beträgt, wenn die Batterien leer sind, ca. 9 Stunden, also man kann sie über Nacht laden. Die Reichweite ist 85 Kilometer und auch die Höchstgeschwindigkeit ist auch 85 Kilometer. Das Fahrzeug gibt es natürlich mit verschiedenen Leistungsstärken. Das ist also die stärkere Variante mit 14 PS. Und dann gibt es noch eine kleinere, die dann auch nur ein kleines Versicherungskennzeichen hat. Steuer, ca. 20 Euro Steuer im Jahr kostet er. Das Einzige, was sie halt haben, ist die Batteriemiete und die kostet ca. 40 Euro im Monat. Ja, es haben zwei Personen Platz und zwar die sitzen hintereinander. Der Sitz vorne ist natürlich verschiebbar zum Einsteigen. Das Auto hat einen Airbag vorne. Sieht man dann. Genau. Ja, das wäre so in groben Zügen alles zu dem Fahrzeug.